Hallo Lieben, ich bin hier, wie heißt der Laden hier? Carwash, würde ich jetzt mal sagen. Ist doch Carwash, ne? Oder? Toll, ey. Ausfahrt. Was steht da? Mr. Wash. Ja, natürlich, bei Mr. Wash sind wir. Und wir waren eben Auto waschen. Die nette Dame hat gesagt, also Sascha war vor mir, hat gefragt wegen Autoreinigung. Das ist ja keine Reinigung, das ist ja erneuern ist das ja. Das guck ja. Mal, der fällt hier auf dem Laufband. Da. Und sie hat auch gesagt, das riecht ganz schön nach Hund, das Auto, hat sie gesagt zu mir. Die Dame hat das konnte sie gar nicht riechen. Aber die machen das ganz toll, die Jungs. Das sind ganz viele Mitarbeiter ja. Hier. Alle Freunde, alle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Deiner hat gesagt, dein Auto ist aber eine richtige Aufgabe. Und können die mal die Türen zu machen? Das riecht ja bis hierher. Stimmt, aber geil, mit Kaffee und so richtig schöner Service. Ja. Und überleg mal, normalerweise, wenn du, wie heißt das, Aufbereitung. Wenn du eine Aufbereitung machst, zahlst du mindestens 115 Euro. Ne? Richtig, über 100 auf jeden Fall. Und hier zahlst du für Waschen, das komplette Programm, alles was es gibt, plus das 4 Leute. In Raumreinigung? 30 Euro. Gar nichts. Und du warst am überlegen, ob das nicht so teuer ist. Ich habe überlegt, ob ich es selber mache. Das genau, ist, ich habe gesagt, dafür mindestens eine Stunde. Ja, oder nee, du brauchst ein bisschen länger als eine Stunde. Echt? Das sind ja Profis. Und die haben ja auch Reinigungsmittel und Lappen und alles. Genau, wir brauchen mindestens 4 Euro Staubsauger. Das ist ja auch ein bisschen Luxus. Geruchskiller brauchst du auch. Also wenn man natürlich zu tun hat, kann man das gerne selber machen, aber... Am besten, also so sauber war das Auto das erste Mal, als es aus dem Werk kam. Und jetzt auch. Ich zeig's nochmal. Ja, endlich sauber. Also, wenn Auto waschen, dann bei Mr. Wash, ne? Ja. Mit Lappen, Tasche und alles da, alles vorhanden, ne? Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon sauber, aber der wurde ja auch gewaschen, ne? Ja. So, gib gerne einen Daumen nach oben. Überflüssiges, lustiges Video. Du bist auch mit drauf. Nur von innen machen sie sogar die Scheibe. Ich habe ja so ein Panoramadach, ne? Der muss auch gemacht werden. Also da muss viel gemacht werden. Tschüss. Hast du da Geld eingeworfen? Hast du Geld reingeworfen? Muss da Geld reinwerfen? Nee, da, warte. Oh. Hey. Der ist hässlich. Ich mach mal Turbo, Achtung, Turbo. Okay. Aber geht kaputt. Und die Auto. Okay. Aha. Lächeln mal. Lächeln mal. Und sie. Dein Auto ist fertig. Ja, warte, ich gucke. Ja. Alter. Im Warenwert, du hast ihn um 5.000 Euro Wert gesteigert jetzt. Aber ja, ein bisschen Angst. Du fährst ja aber nicht gegen die Wand, das ist ein Rolltor. Da gibt es ein Rolltor. Ja, pass auf. Oh, bitte nicht bremsen, Rolltor öffnet automatisch. Ja, aber du bist schon so nah dran, dass du denkst, das geht. Nee, ich bin gefahren, aber ich dachte, oh, jetzt muss ich aber auch lenken, weil das geht ja nicht so. Weil der hat dich nicht gelenkt. Ja, jetzt haben wir dann Probleme, ne? Was war das? Ich weiß nicht. Ja. Damit wir schimmeln, das draußen gleich immer auf. Hey. Das ist die Hundedecke, ne? Soll ich das vorm Auto ausschütteln? Vorm Auto nochmal. Und ich habe hier die Hundedecke, die werde ich jetzt über dem Auto einmal ausschütten, damit man sagen kann, Mann, da sind ja aber viele Haare. Mein Auto brauchte keine Wäsche, weil mein Auto ist sauber. Also eine Innenraumreinigung brauchte mein Auto nicht. Innenraummäßig ist das sauber. So. Dann lass mal gucken. Oh, das sieht gut aus, ne? Ich weiß gar nicht, wie der vorher aussieht. Doch, ich weiß, wie der vorher ausgesehen hat. Echt? Schlimmer? Das war einfach schon... Fast pressenmäßig tauglich. Was war der? Ab in die Presse. Gar nicht wahr. Er sah nicht lecker aus. Jetzt geh mal weg da. Schüttel mal deine Decke aus. Schüttel deine Decke. Warte, ich würde es aber nicht in der Nähe deines Autos machen, dann hast du gleich die Haare drauf. Schüttel deine Decke aus. Jetzt nicht schüttel deine Haare. Boah. Mach das weiter da. Dann kriegst du mein Auto auch noch. Da. Hallo, mach das nicht hier. Warte. So. Das muss man doch nicht. Das muss man. Das sieht ein bisschen albern aus, was du da machst, ne? Ich bin Frau Holle. Holle. Kräftig schütteln. Kennst du doch. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. Die Hunde sind die Da hab ich nicht gehört. Da ist Kacke auf der Wiese. Gar nicht wahr. Doch.
Hast du das aus der Decke rausgeschüttelt? Alter. Riech mal der Wagen, der riecht gut. Ja, ich geh mal, ich setze mich jetzt mal rein da. Ich mach mal einen Kontrolltest. Sind die Sitze nass? Nö. Einmal schön machen. Heftig, wie die das gemacht hat. Wie lange haben die gebraucht? 6 Minuten? Was? 6 Minuten? 10 vielleicht. Da haben wir ein bisschen rumgetastet. Und haben das richtig gut gemacht. Also richtig, richtig den Hund rausgekriegt. Richtig, oh, von hinten, hinten ist gut. Ja, von hinten ist immer gut. Hinten gucke ich jetzt auch. Ich wusste gar nicht, dass ich... Naja, gut, also du wusstest... Innenraumreinigung ist es nicht. Nee, es ist aber eine... Es ist keine Polsterreinigung, es ist eine Innenraumreinigung. Ja. Alter, was für eine Marke. Nicht komisch. Bis dann.